Hallöchen, meine Damen und Herren. Wisst ihr noch, vor ungefähr 3 Monaten habe ich über diese Schlüsselanhänger geschnackt und so wie es aussieht, kommen die jetzt. Mit einer Operation und einer Case und neuen Maps, was? Das müssen wir uns angucken, let's go. Ey, sag mal, was ist denn los mit dir? Weißt du, ich geh erst mal kacken, Alter. Boah, so Gabe, boah, ey, hat mich voll erschrocken. Gabe Follower, so wie Aquarius, sind 2 Counter-Strike-Data-Miner, auf die man sich über die letzten paar Jahre recht gut verlassen konnte, wenn es um irgendwelche Leaks und so weiter ging. Und vieles, was die Jungs so ausgraben, wird dann früh oder später Realität. Also so Quellen-Level Trust Them. Es sind direkt 3 Dinge, um die es geht. Neue Case, neue Maps und diese Schlüsselanhänger. Vor 3 Monaten habe ich bereits ein Video zu dieser Schlüsselanhänger-Sache gemacht und euch unter anderem gefragt, was ihr davon haltet. Und das war so gemischt. Und die einen sagen, ja komm, warum nicht? Die anderen sagen, nee, passt irgendwie nicht. Und jetzt scheint die ganze Sache wohl tatsächlich Realität zu werden. Denn GameFollower hat Folgendes gefunden. Die CS2-Schlüsselanhänger kollidieren jetzt mit den Waffen. Sie sind nun also separate Entitäten bzw. halt Objekte. Und daraus schließt er, selbsterklärend, dass jetzt ja die Keychains kommen. Hier sind die Code-Ausschnitte, die er gefunden hat, zu den Keychains, dass sie sich in Motion, also in Bewegung befinden. Und hier unten exakt auch den Text, den er in seinem Tweet stehen hat. Das ist für ihn und für viele andere auch eben der Beweis, dass diese Schlüsselanhänger jetzt dann kommen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Counter-Strike morgen, also am Mittwoch, 25 Jahre alt wird, dann... ja, könnte man sich schon ganz gut vorstellen, was möglicherweise zu dem Jubiläum dann erscheinen wird. Aber bedenkt, vielleicht nicht direkt morgen. Die Volvos waren schon, also sie haben schon gerne was zu ihren Jubiläen gemacht, aber nicht immer direkt an dem Tag. Aber Daumen sind gedrückt, dass es morgen schon kommt, ganz klar. Hinzu kommt dann vielleicht noch eine neue Case und ein süßer Hund. Und zwar sagt Aquarius, dass er mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass eine neue CS2-Weapon-Case in der Mache ist. Woher er jetzt diese Sicherheit hat, schreibt er hier nicht. Ich nehme an, dass er vielleicht mit Leuten gesprochen hat, die Skins herstellen. Möglicherweise genau für diese Kiste. Vielleicht gibt es einige Skinner, klingt merkwürdig, aber ja, Skin-Herstellende, die für eine CS25-Case Aufträge bekommen haben. Das war ja schon ein Banger. Die CS20-Case war geil. CS25, let's go. Würde, denke ich, auch sehr gut passen halt. Ne? Also zu der ganzen Sache am Mittwoch. Und zu guter Letzt twittert GameFollower noch Folgendes. Ich lasse das einfach mal hier und er lässt hier einfach 4 Bilder mit Maps. Und zwar einmal Terra, die kennen wir ja schon, haben wir auch schon oft im Stream gespielt, eine Classic und oder Deathmatch Map. Des Weiteren Memento, eine Wingman Map. Und gerade Wingman Maps, da sind die meisten ja richtig geil drauf, weil es so extrem wenige aktuell gibt. Des Weiteren noch Assembly, auch eine Wingman Map. Sieht sehr geil aus. Und dann zu guter Letzt, im ersten Post zumindest, Pool Day. Und also... hier hat es mir schon richtig, also da ist mir richtig so ein sehr angenehmer, nee, nicht Schauer über den Rücken gelaufen. Ich hab mich halt richtig gefreut. Also ich saß da und dachte, oh mein Gott, Pool Day. Das ist halt für die alten Hasen, die schon lange dabei sind, eine Banger-Map. Die haben wir vor 20 Jahren gezockt bei 1.6, möglicherweise noch davor. Ich weiß nicht, wie alt die insgesamt ist. Aber ich kenne sie von 1.6 und auch Source dann. Und auf dieser Map habe ich so unglaublich viele Stunden verbracht. Und es wäre ein absoluter Banger, wenn die jetzt einfach offiziell zurückkommen würde. So richtig schön ins Deathmatch rein oder ins Arms Race. Mir wird der Kopf platzen vor Freude. Also das ist wirklich eine geile Meile und hier auch wieder. 25 Jahre Counter-Strike ist gleich bumm. Einfach eine Map vom Anfang. Würde das sehr gut passen? Ja? Und des Weiteren hat Gabe noch Mills hinten dran gehangen. Auch nochmal Classic und oder Deathmatch. Das war nochmal in einem separaten Post. Wir haben jetzt also die Maps, die Schlüsselanhänger und eine neue Case. Bereits das wäre ein sehr schönes Paket für das 25. Jubiläum, würde ich sagen. Es müsste jetzt nicht zwingend noch eine neue Operation kommen. Es gibt aber trotzdem Leute, die sagen, hey, sowas komplett Neues wie Keychains, also die Schlüsselanhänger, dann eine neue Case. Und die neuen Maps, das riecht schon nach Operation, weil bei einer Operation hat man das meistens auch. Eine Kiste, irgendwas ganz Neues, also halt wie Anhänger oder auch ein Spielmodus oder sonst was. Und dann Maps. Das ist so ein Standard von den Operations. Natürlich mit dem ganzen Operation-Kram noch mit dazu, logisch. Ein schönes Aufgabenbuch, Comic, wie auch immer, das man abarbeiten kann. Also auch das könnte uns womöglich erwarten. Aber ich würde sagen, handfeste oder handfestere Beweise sind jetzt auf jeden Fall in Richtung Maps, Case und diese Anhänger. Natürlich würde ich jetzt sehr gerne von euch wissen, was ihr hiervon haltet. Sagt ihr, egal, also endlich Wingman-Maps und natürlich auch mal so noch eine neue Map hinterher für Classic, vielleicht sogar 2 neue, also fürs 5 gegen 5 Bombenlegen, Premier halt. Oder vielleicht auch Pool Day, so als Deathmatch oder Arms Race Map. Absoluter Banger. Plus natürlich Skins und diese Keychain. Sagt ihr geile Meile oder eher meh? Haut's gerne in die Kommentare, das ist dann gleich wieder mit diesem neuen aktuellen Giveaway verbunden. Wenn man jetzt mich fragt, dann sage ich ganz klar, let's go. Ich denke, die meisten werden let's go sagen, neuer Content ist immer geil. Die Keychains im Speziellen, okay gut, da versteht man natürlich, dass es manche gibt, die sagen,
muss ich jetzt wirklich nicht haben, das passt doch gar nicht zum Spiel. Aber ich denke, die Keychains werden, so wie die ganzen anderen Dinge eben auch, optional sein. Es gibt auch Leute, die sagen, mir gefallen die ganzen bunten Skins nicht. Ich will einfach richtige Waffen und dann haben die halt einfach keine Skins. Fertig. Na, dann hast du halt eben auch in dem Fall keine Keychains. Ganz einfach, die kosten sowieso Geld. Also zu 99,99%iger Wahrscheinlichkeit werden diese Keychains Geld kosten. Wahrscheinlich, denke ich, kriegt man ein Keychain geschenkt oder zwei oder drei, ne, zum 25. irgendwie dieses kleine Männchen oder halt eine 25 oder sonst was, CS, keine Ahnung. Und alles andere wird dann über die Zeit kommen und 100%ig kaufbar sein. Also ich denke, man muss sich da keine Gedanken machen, so von wegen, ich krieg da was aufgeschwätzt. Wer das nicht will, der hat's einfach nicht. Ich hatte es ja eben schon kurz von dem Giveaway, ganz kurz die Erinnerung. Diese Woche, also heute, ab 18 Uhr, startet dieses Glove Crimson Web Giveaway. Diese Specialist Gloves kann man sich im Stream abholen. Das Giveaway wird 3 Wochen laufen. Ihr kommt einfach in den Stream, sammelt die Bubble Dollar, während ihr zuguckt. Einfach durchs Zugucken halten. Über die Zeit kommen die rein und könnt dann damit Tickets dafür holen. Also komplett kostenlos und für jeden offen. Rankommen, meine Damen und Herren. Let's go. Und natürlich machen wir jetzt auch hier noch eine Kleinigkeit. Und zwar hauen wir heute mal was ganz Besonderes raus. Eine Souvenir Aug Sandstorm. Die habe ich davor noch nie gesehen. Ich kannte den Skin nicht, obwohl ich ja diese Top 10 Videos mache. Also schon seit 5 Jahren, würde ich sagen. Die ist aus der 21er Mirage Collection. Nie gesehen. Guck mal hier, die Steine. Wow. Mit diesen 4 tollen Stickern drauf. Also die könnt ihr euch jetzt heute absnacken, indem ihr einfach die Frage von vorhin beantwortet. Was sagt ihr zu dieser Sache mit den Maps, Keychains, Case? Ist es ausreichend für ein 25er Jubiläum? Oder sagt ihr, komm, eine gesamte Operation wäre auch eine geile Meile? Oder Lirum Larum. Keychains sind scheiße, bla bla bla. Haut einfach irgendwas diesbezüglich in die Kommentare rein, dann seid ihr automatisch hier mit dabei. Falls es Fragen zu dem Glove Giveaway gibt, könnt ihr mir die einfach im Stream stellen. Ich bin jetzt ja live ab 18 Uhr, also kommt gerne mit dazu. Wir sehen uns dort. Jetzt lese ich noch 3 Kommentare von euch vor. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Banger. Einmal von Refuse Uprising. Die MP9 finde ich super, so wie deine Videos. Gib den Gewinn gerne weiter. Ich habe schon einen schönen MP9-Skin. Macher. Mein Daumen ist oben. Dann von xjulian216, MP9 habe ich bestimmt die drittmeisten Kills. Nice, Macher. Und Holly FTW, wir kennen uns aus dem Stream, Holly. Ich finde die MP9 eine geile Waffe für Force Buy, weil die gute Damage macht und schnell schießt, aber auch echt billig ist. Ja, mir gefällt die MP9 auch immer besser. Das war vom Top 10 MP9 Video, darum die recht einseitigen Antworten. Ich spiele die auch vor allem jetzt seit CS2 wieder öfter und bin jetzt auch immer, naja, besser. Es geht. Also ich schieße nicht alles daneben mit dem Teil. Ja, das wäre es dann wieder gewesen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit natürlich, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann jetzt gleich ab 18 Uhr im nächsten Livestream auf Twitch oder übermorgen am Donnerstag im nächsten Video oder halt dann da im Stream, so wie ihr Zeit habt. Einfach rumkommen und dabei sein. Haut da rein. Dankeschön. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter.